Moin moin zusammen und willkommen zurück bei Spore. Wie ja beim letzten Mal angekündigt, dürfen wir wieder Babysitter spielen, weil irgendeiner gerade mit jemand anders mit der Schaufel einen über den Kopf gezogen hat. Und wir dürfen es wieder ausbaden. So, und was ist hier jetzt los? Ja. Sag ich ja. Ich komme hier an, es ist gar nichts los. Ach, das sind diese Kombistrahlen dann. Okay. Oh, Kreaturenoptimator. Auch nicht schlecht. Megalaser. Ich müsste Eroberer 3 oder Ökoheld 2 sein. Man konnte doch irgendwo mal... doch. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich denn sein muss dafür. Moment. Ökoheld. Ökoheld und Vielflieger. So, nochmal. Ökoheld habe ich hier gerade schon gesehen. Ja, okay. Das heißt, ich brauche Ökokatastrophen. Toll. Und bei Vielflieger? Tja, das kriege ich hin. Aber was war denn? Laufbursche war, glaube ich, auch noch eins davon. Wo ist denn Laufbursche? Als ob hier was anderes wäre als ein Laufbursche. Hirnchirurg. Konvertiere eine Kreatur zu deinem Stamm. Aha. Reinigungskraft, Sammler, Leibwächter. Laufbursche. Erledige 5 Liefermissionen. Ne. Okay. Gut. Das haken wir erstmal ab. Das ist noch nichts für uns gerade. Ich bin aber ehrlich gesagt begeistert über meine Lebensanzeige hier. So, was ist denn mit unseren Froschköpfen hier hinten los? Wollen sie mir wieder drohen? Ich warte ja nur drauf. Okay, relativ wenig. Was ist los? Das sah schon besser aus. Yep. Theoretisch gesehen könnt ihr auch die ganzen anderen hier mal kolonialisieren. Ihr wisst schon, was ich meine. Kolonialisieren. Nee, das war auch falsch. Kolonisieren. So rum. Wo habe ich denn das A da jetzt eigentlich in den Wort hergezaubert? Ja, egal. Ich könnte das machen, um hier innerhalb der Systeme nicht ewig nur einen Planeten anzufliegen. Soll ich das machen? Kann man das machen? Ich verkaufe jetzt auch meine eigene Rasse. Der klingt ein bisschen wie Snoop Dogg mit seinen Shizzle Dizzle. Das mag jetzt aber auch an mir liegen. Pass auf, wir machen mal Folgendes. Wir haben doch hier schon ein T3. Und weil ich ein fauler Sack bin, nehme ich das Ganze jetzt mal eben mit
genauso mögliche Kreaturen, die ich finde. Da zum Beispiel. Und jetzt machen wir einfach nochmal ein paar Systeme fertig. Guck mal, hier haben wir Moor. Den nehmen wir mit. Was möchte Moor denn haben? Oh. Abkühlen und weniger Atmosphäre. Okay. Sollst du kriegen. Ja, auf Lava lässt sich schlecht leben. Das weiß ich ja selber. Kann ich mir ja denken. Das sieht doch schon ein bisschen gesünder aus. Auch wenn es immer noch zu heiß ist, aber... Oh. Meine Energie wird langsam zur Neige gehen. Das ist ja nicht so schön. Aber ich bin gleich in T1 dran, dann kann ich schon mal eine Kolonie machen. So. Oh, oh. Ich sollte die auch an Land setzen, das macht mehr Sinn. Dann brauche ich mal... Ne, ich will keinen Fleischfresser, ich will einen Pflanzenfresser. Und noch ein Pflanzenfresser. Und ein Allesfresser. So, und schon können wir eine Kolonie errichten. Und danach ist hier auch... Wo haben wir sie denn? Da. Kommt die gleich dahin. Und sobald unsere Kolonie hier steht, kann ich mich dann auch hier wieder aufladen. Und dann ist das ganze Thema auch wieder schick. Seht ihr? Aufladen. So. Machen wir wie vorhin auch. Wir nehmen Häuser aus unserem Repertoire. Da wollte ich jetzt nicht rein. Da haben wir Home. Das nehmen wir. Da haben wir unser Theater. Das nehmen wir. Und da haben wir unsere Fabrik. Die nehmen wir. Nehmen wir. Da kommt die Fabrik hin. Eins, zwei, drei. Noch eine Fabrik. Ja, ich weiß, ihr habt erstmal schlechte Laune. Ich muss aber erstmal für eure Atmosphäre was tun. Vorher passiert hier gar nichts. Hui. Ja, so dicht an einer Sonne ist es auch kein Wunder, dass es hier heiß ist. Mal gleich noch den Eisstrahl einmal drauf, dass es auch in die richtige Richtung sich bewegt. Ich sehe mich, glaube ich, gleich gezwungen, ein Kolonialpaket von meinem eigenen Stamm zu holen, was mir eigentlich ziemlich widerstrebt. Ey. Und eine mittelgroße. Mittel. So, jetzt brauchen wir noch
Ein Pflanzenfresser. Ich glaube, den Pferdekopf hatten wir schon, ne? Ja. Das Eismonster haben wir schon. Habe ich echt keine Pflanzenfresser mehr? Das finde ich jetzt blöd. Ich habe wirklich keinen einzigen Pflanzenfresser mehr. Okay, dann muss ich noch mal ein paar Pflanzenfresser organisieren. So. Da haben wir es wieder. Ups, da sind sie ja schon. So, wen habe ich hier noch? Du mal weg. Das Solarhorn hätte ich gern nochmal. Na, wo versteckst du dich? Also die Spezies soll es hier auf jeden Fall auf dem Planeten geben. Frage ist nur wo. Ha! Versteckt im Nirvana. Schon wieder. Bin ich doch schon. Ja, das war eine kurze Reise, würde ich sagen, ne? Dein Schild bringt dir hier überhaupt nichts. Habe ich auch noch nicht gehabt, dass Piraten auf einen Planeten kommen, wo ich unterwegs bin. Ich würde es ja abnehmen, aber ich habe keinen Platz mehr dafür. Das ärgert mich jetzt gerade. Aber bevor es hier weitergeht, erstmal eben den Planeten noch soweit zurecht machen. So, es bedarf noch... Da geht mir schon die Stimme flöten. Ein Pflanzenfresser. Warum kommen jetzt eigentlich alle vier Reiche auf einmal an? Was soll das? Ist es mir vielleicht herzlich egal, was die gerade von mir wollen? Und wieder abkühlen. Ah ne, die Atmosphäre brauche ich gar nicht. Hahaha, falscher. Ich bräuchte sogar ein klein bisschen mehr Atmosphäre noch. So, und ich rotze jetzt hier gleich alles auf dem Planeten rauf. Irgendwas wird schon passen. Oh. Das sieht gut aus. Eine mittlere brauche ich noch. Die war schon da. Die noch nicht. So, Pflanzenfresser. Das Solarhorn hatte ich jetzt, glaube ich, schon. Ja, also bleibt das auch komplett hier. Die Regenmaus aber noch nicht. Den habe ich, glaube ich, ja auch schon.
Warum ich zwei meiner eigenen Rasse hier drin hatte, weiß ich jetzt auch nicht. Warum der Strahl die auch nicht irgendwie hier genau da absetzt, wo ich sie haben will. Weiß ich auch nicht. Allesfresser, Allesfresser, Allesfresser. Fleischfresser. Toll. Ja, pass auf, guck mal. So, ich benötige jetzt auf die Schnelle nochmal eben einen Pflanzenfresser. Die produzieren hier echt verdammt viele Rohstoffe. Das finde ich auf der einen Seite toll. Vögelchen. Guck mal, ist gleich hier in der Nähe. Rabauke. Nehme ich doch auch mit. Ich glaube, den habe ich nämlich noch nirgendwo abgesetzt. Jetzt muss ich ihn nur noch finden. Ha! So, und hoch und komm. Bevor mein Terrascore da gleich wieder brach liegt. Zoologe. Ah, jetzt kann ich das Wildreservat nehmen. Das ist doch auch schön. Ich brauche aber noch ein... Wie jetzt? Das ist kein Kolonialpaket hier. Doch, da. Meine ich doch. Und reingehauen. Und der nächste T3. Jetzt musste ich eigentlich hier nur noch mir Rohstofflager holen. Und dann kann die Party steigen. So. Ich möchte hier noch eine Fabrik hin haben. Das Konzept geht auf. So, da nochmal hin. Ich muss mir echt das Klicken hier auf der Karte angewöhnen. Das ist wesentlich angenehmer. Da. Haus. Haus. Eine Fabrik da. Da kommt mal das Theater hin. Noch eine Fabrik da. Haus. Haus. Und wieder auf 120. Die sind noch auf 60. Das war noch aus der Terrascore 1 Phase. Nicht schön, aber selten. So, jetzt können wir nämlich hier auch ein bisschen loslegen. Haus. Theater. Haus, Fabrik, Haus und Haus. Moment, hier stimmt was nicht. So. Perfekt. Und jetzt hätte ich ganz gerne ein System, was mir dann auch jetzt die Gewürze abnimmt. So, du willst. Danke. Na, wieder dasselbe. Nein. Dankeschön. Gut. Gehen wir gleich mal hier hin. In der Hoffnung, hier gibt es was. Falsch. Das ist ziemlich falsch. Ich muss mir dringend mal ein System aussuchen, was wirklich interessiert an roten Gewürzen ist. Das geht langsam nicht mehr. Ich sammle massenhaft rotes Gewürz ein, aber niemand will mir das abnehmen.
Zumindest nicht für die Preise, die ich für angemessen halte. Die sind hier hinten direkt in der Walachei. Mal sehen, ob hier irgendwas zu holen ist. Naja, kein passabler Preis, aber besser als gar nichts. Da nehme ich auch gleich mal zwei mit. Und die Antwort von diesem Vieh ist immer zu genial. Herz allerliebst, die Viecher. Ja, okay. Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Beanspruche ich hier noch Planeten? Okay. Da sind sie! Da sind sie! Hinder! Hinder! Die Groks sind da, endlich! Ja, toll. Kurz vor Folgenende kommen die Groks an. Fiese kriegerische Rasse, sehr, sehr gemein. Die sind echt fies. Da seht ihr auch schon gleich den Unterschied, wie viel Lebenspunkte die haben. Und die besitzen eine ganze Galaxie. Ist das nicht sexy? Das sind auch so Viecher, mit denen möchte man sich eigentlich nicht anlegen. Also so weit war ich schon mal, dass die Groks aufgetaucht sind in meinem anderen Spiel, aber ich habe nur gehört, die haben eine Galaxie irgendwo und das soll ziemlich ekelhaft werden, weil ich da irgendwie durch muss. Also das soll ein komplettes Sternreich sein, was dann auch nicht so schön ist. Und überall sind sie aggressiv, also das stelle ich mir echt lustig vor. Hallo? Laut Karte soll hier doch noch irgendwo jemand sein. Okay, ja, das war kurz. Aber jetzt wissen wir zumindest schon mal, die Groks kommen jetzt langsam, was ziemlich ekelhaft wird. Aber das ist ja im Endeffekt genau das, was wir wollten. Krieg. Krieg und Zerstörung. Das klang jetzt irgendwie komisch, der Zerstörung. Ich glaube, ich habe heute schon zu viel gesabbelt, also langsam gehen die Sprachfehler los. Bäh. Was sagt uns das? Es wird langsam Zeit für eine Pause, ne? Und genau die machen wir auch. Weil wir werden die Folge hier jetzt beenden. Wir sehen uns denn alle zusammen beim nächsten Mal wieder. Wenn dann hoffentlich endlich die Groks auftauchen. Eventuell werde ich jetzt außerhalb der Aufnahmen noch ein bisschen... Wer seid ihr überhaupt? Die Groks sind da! Hilfe! Alles klar, wir haben sie. Das sind die Groks. Sind nicht darauf ausgelegt, freundlich uns gegenüber zu sein. Die hassen uns. Genauso wie jeden anderen auch. Die gucken wir uns aber dann beim nächsten Mal an. Ich werde wahrscheinlich zwischendrin, wenn ich die Zeit finde, noch ein paar T3-Planeten machen. Ein bisschen Finanzen. Ein bisschen das Raumschiff aufrüsten. So die Kleinigkeiten halt. Und in der nächsten Aufnahme gehen wir dann an die Groks bei. Bis dahin, ne? Gehabt euch wohl. Und auf Wiedersehen.